Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo von mir. Und ich dachte mir, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, was in der letzten Zeit so los war. Weil einige von uns haben, von euch haben es natürlich mitbekommen, dass ich jetzt in letzter Zeit in einem Vorbereitungskurs war. Und zwar ging es dabei vor allem darum, ist man geeignet für eine Schulung zum Fachinformatiker? Und ich wollte das schon immer werden. Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, schon immer. Also das ist schon jetzt, weiß ich nicht, wie lange jetzt schon in meinem Kopf, da war ich noch, boah, vor meiner ersten Ausbildung noch. Aber ihr wisst ja, wie das manchmal so ist. Man kriegt dann die Ausbildungen nicht, weil einfach die Anforderungen extrem hoch sind tatsächlich für den IT-Bereich. Zumindest hier in meiner Ecke. Und war es dann so, dass ich damals halt einfach keine Ausbildung bekommen habe. Und wir hatten noch nicht so viele Stellen. Das waren Ausschreibungen teilweise damals 3, 4, 5 Stellen im Jahr. Das heißt, man kann auch nicht sagen, komm, ich warte noch ein Jahr oder so. Das geht halt einfach nicht. Und ja, dann hat man mir ganz viel nahegelegt, doch einfach was anderes zu lernen. Und dann bin ich durch Zufall eben in meine erste Ausbildung gerutscht. Weil da kannte ich jemanden vom Zivildienst noch. Und der sagt, hey, ruf doch mal den an. Und dann habe ich das gemacht und zack, war ich drin. Da habe ich dann eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Büromanagement. Und das ist ein schöner Beruf, ganz bestimmt, aber nicht für mich. Die 3 Jahre damals in der Ausbildung habe ich nur durchgestanden, weil ich da viel in der Fortbildungsabteilung gearbeitet habe. Und in dieser Fortbildungsabteilung habe ich vor allem praktische Dinge getan. Also ich habe Schulungsräume vorbereitet, nachbereitet, dafür gesorgt, dass Technik lief. Also ein Kram. Was tatsächlich viele Systemadministratoren machen in der IT. So mit Schulungsräumen, Beamer und PCs herstellen und dies, das, all das. Ja, das heißt, ich habe diesen Beruf gelernt und ich wusste aber schon nach der Ausbildung, das ist nichts fürs Leben. Denn als ich das erste Mal arbeitslos geworden bin, weil meine Stelle nach der Ausbildung nur begrenzt war, also es war nur ein Projekt und das war dann auch nur für, nicht Projektquatsch, das war nur für 1,5 Jahre ausgeschrieben, so. Und danach durfte ich dann halt gehen. Und war dann bei einigen Stellen, wo echt zwielichtige Dinge passiert sind, wo ich gesagt habe, das kann ich mir nicht vereinbaren, das mache ich auch nicht. Punkt. Und dann durfte ich wieder gehen. Das fing an bei beim Fälschen von Rechnungen, hörte auf beim Versenden falscher Sachen unter der Annahme, dass es doch das Richtige sei und solche Sachen. Und ich habe gesagt, die Leute verarsche ich nicht. Dann war ich letztes Jahr für ein paar Monate bei der Stadt Essen angestellt und ich kann euch nur sagen, das war eine reine Katastrophe. Das war eine Katastrophe. Erstmal wollte eine, also es war eine Schulsekretärstelle, Schulsekretär für Grundschule war das. Das war okay eigentlich. Aber das Problem war eigentlich die Leute, mit denen ich da arbeiten musste. Einarbeitung gab es gar nicht und ich habe noch nie in der Schule gearbeitet. Ich weiß also gar nicht, was es da so ankommt, was nicht. Eine Buchhaltung, die seit 4, 5 Monaten nicht mehr geführt wurde, das war ein Ding. Und dann sage ich dann, wie sieht es denn aus mit Einarbeitung? Ja, das gibt's hier nicht. Ja, schade. Eine Schulleiterin wollte, dass ich doch tatsächlich 5 Wochen vor meinem Start da antanze und mich einarbeiten lasse. Das geht versicherungstechnisch, darfst du das nicht? Plus, ich war gar nicht da. Das heißt, mit anderen Worten, ich konnte diese Einarbeitung auch nicht wahrnehmen. Und dann jedes Mal, wenn ich irgendwas gefragt habe, ja, wären sie bei der Einarbeitung da gewesen, hätten sie es gewusst. Da war halt ganz klar, okay, hier willst du nicht bleiben. Hinzu kam dann tatsächlich, dass ich an meinem ersten Tag so ziemlich von der angeflaumt wurde. Also musst du dir das vorstellen, du denkst dir so, was soll am ersten Tag denn passieren? Du lernst alle kennen, was machen sie denn so, was sind ihre Hobbys, bla bla blub. Und dann geht's einfach rund. Du kommst da an und kriegst direkt den ersten Anpfiff. Hast du gar nichts gemacht, du kommst durch die Tür und kriegst einen drauf. Und zwar war das so, dass ich von meiner Vorgesetzten gesagt gekriegt habe, ich soll jetzt erstmal in die Zentrale kommen. Also ins Hauptgebäude der Stadt Essen sozusagen. Da werde ich dann begrüßt und dies und das. Und dann fahre ich zu meinem Einsatzort. Und das hat sie aber den Schulleiter nicht gesagt. Keiner wusste, wann ich irgendwo bin. So, dann habe ich da einen Anpfiff gekriegt, warum ich nicht Bescheid gesagt hätte. Ich wusste es ja selber nicht. Ne? Ich wusste selber nicht, wann ich da aufschlage. Und mir wurde auch gesagt, das ist alles geklärt. Ich brauche mich um nichts kümmern, ist alles geklärt. Und es wäre auch noch lustiger, dass ich mich um irgendwas kümmern muss, wo ich eingesetzt werde. Nein. Es ist so einfach, der Arbeitsplatz hat vorbereitet zu sein. Das ist auch etwas, was ich hasse wie die Pest, wenn du irgendwo anfängst und dann ist einfach so der PC nicht fertig und so. Das geht gar nicht, das ist einfach respektlos. Naja. Aber als ich dann bei der Stadt Essen aufgehört habe, da war dann klar, es muss sich was ändern. Und dann habe ich angefangen, Programmierkurse zu machen. Weil ich dachte mir, hey, von nichts kommt nichts,
du wirst dich auf eine Ausbildung bewerben wollen oder müssen. Wollen, müssen, beides, ja, will ich ja machen. Und deswegen habe ich mich vorbereitet und habe Programmierkurse gemacht, einfach meine Qualifikation etwas zu steigern. Und das hat mir auch super viel Spaß gemacht, das war sau cool und habe ich meiner Liebsten zu verdanken, die hat mich da unterstützt und getreten und gefördert, damit das alles so geklappt hat. Beim Amt hieß es dann, ja, wir versuchen es jetzt erstmal bei der normalen Ausbildung. Das heißt, wie ich mir das gedacht habe, ich musste mich ein Jahr lang musste ich mich dann bewerben. Da kam ein Bewerbungsgespräch rum, ein einziges. Ja, das ging dann auch in die Hose, weil die dann Sachen verlangt haben, die ich einfach nicht liefern konnte. Wo ich auch jemanden frage und sage, hör mal, du bist Programmierer, was sagst du dazu? Und er sagt, das kann ich auch nicht. Ja. Dazu auch später noch mehr, weil ich hatte das auch in der Schule erzählt, wo ich jetzt meine Vorbereitungskurs gemacht habe. Und die haben auch gesagt, das geht gar nicht. Das ist absolut No-Go. Die haben billige Arbeitskräfte gesucht und wollten einfach nur jemanden haben, der mal eben schnell für 2-3 Jahre was macht für die. Und dann kann er wieder gehen. Und wahrscheinlich wirst du dabei nicht mal viel lernen. So. Und dann habe ich irgendwann jetzt mal gefragt, wie es jetzt mal mit dem Bildungsgutschein aussieht. Weil ich sage, es vergeht wieder ein Jahr, wo nichts passiert. Ja, können wir machen. Aber nur, wenn ich einen Vorbereitungskurs mache. Und dieser Vorbereitungskurs soll dann auch feststellen, ob man für die Ausbildung überhaupt geeignet ist. Ich kann das ein Stück weit verstehen, weil viele Umschulungen werden angefangen, dann wieder abgebrochen. Das ist irgendwie nicht Sinn der Übung, weil es auch die Plätze für andere Leute blockiert. Und wir hatten noch jemanden bei uns im Vorbereitungskurs, der gehört da nicht hin. Nicht, weil er das nicht kann, das ist gar kein Problem, dafür ist man da, um es zu lernen, sondern weil er faul ist. Es war so eine faule Sau, ihr könnt euch das nicht vorstellen, der hat bei jeder Gelegenheit gebettelt, ob man früher gehen darf. Der hat alles immer nur so halbgar gemacht und wäre dann auch, der gehört einfach nicht hin. So, egal. Ich habe da also den Vorbereitungskurs gemacht und der Kurs, der hat mir super viel Spaß gemacht. Ihr habt das mitbekommen, ich habe zwischendurch davon erzählt, der ging nur 4 Wochen mit einer Abschlussklausur und mündlicher Abschlussprüfung. Und da kann ich, da danke ich auch allen, die ganz, ganz brav mir die Däumchen gedrückt haben. Das haben sehr, sehr viele, da habe ich sehr darüber gefreut. Und das habe ich auch bestanden. Schriftlich 1, mündlich 1, Gesamtnote 1. Also, was soll schon schief gehen? Diesen Satz habe ich in meinem Leben schon so oft gesagt und bereue ihn jedes Mal. Ich habe gestern meinem Sachbearbeiter geschrieben und habe geschrieben, hallo Mr. Sachbearbeiter, der Vorbereitungskurs lief gut, ich habe mit 1 abgeschlossen, will da auch gerne meine Umschulung machen, das ist ein geiler Laden, die Leute sind alle klasse, ich fühle mich da wohl, freue mich drauf. Wie machen wir weiter? Und dann schreibt er mir gestern zurück, dass ihn das sehr freut, aber mir keinen Bildungsgutschein geben kann. Und da habe ich wirklich gedacht, ich falle jetzt rückwärts vom Stuhl. Weil du hast die Qualifikation, es wurde festgestellt, das ist was für dich, das ist deine Passion, das ist genau das, was du gerne machen möchtest. Fun Fact, ich habe noch nie irgendwas mit 1 abgeschlossen. Außer meine mündliche Prüfung bei der Ausbildung, bei der ersten. Aber sonst habe ich noch nie was mit 1 abgeschlossen. Das heißt, ich war mega stolz und habe mich mega gefreut. Habe mich schon auf Weihnachten gefreut, so die Weihnachtszeit genießen. Weil man weiß, dann ist er nach den trockenen Tüchern. In 6 Wochen wird es losgehen. Ja. Ich kriege keinen Bildungsgutschein. Und zwar, weil die Ämter gerade im Haushaltsstopp sind. Die haben gerade eine Haushaltssperre. Die durften bis vor 2 Wochen sogar nichts mehr genehmigen. Gar nichts mehr. Keine Maßnahmen, keine Umschulung, gar nichts mehr. Und jetzt dürfen sie nichts genehmigen, was über das Jahr 2024 hinausgeht. Das wäre bis 2026. Mein Sachbearbeiter ist allerdings guter Dinge, dass es bis Januar sich wieder beruhigt hat. Ende Januar soll es losgehen. Das heißt, es sollte sich früh im Januar beruhigen und wir alles noch auf den Weg bringen können. Ich habe der Schule Bescheid gesagt, die wussten davon noch gar nichts und die leben von Leuten wie mir. Das sind nur Leute mit Bildungsgutschein da. Ohne Bildungsgutschein geht da gar nichts. Das heißt, dass der ganze Kurs nicht zustande kommen wird, weil ganz NRW diesen Haushaltsstopp hat. Ja. Wir haben mir gedankt fürs Bescheid sagen und ich habe mir auch gesagt, ich möchte auf jeden Fall, wenn es geht, halte mir immer was frei, ich bin da. Und das wissen die auch und die wollen auch, dass ich da bin, weil natürlich wollen die ihr Geld mit mir verdienen, da brauche ich nicht drüber reden. Aber es ist auch so, dass ich da einfach sehr gerne war und sehr gerne da bin. Und da kann man sehr viel lernen, weil die sehr praxisbezogen arbeiten. Und das ist gut für eine Schule. Auch im IT-Bereich. Ich habe dann auch meinen Sachbearbeiter nochmal angerufen und habe dann gefragt, was da los ist. Und dann hat er mir gesagt, gucken Sie Nachrichten? Ich sage, ja. Da wissen Sie ja, 60 Milliarden fehlen.
und die holen sich jetzt erstmal beim Sozialen zurück. Und bestrafen jetzt gerade die Leute, die halt wirklich etwas machen und aktiv sind. Das Weiterbildungsgeld soll wegfallen, was du kriegst, wenn du in der Umschulung bist, dann kriegst du ein paar Euro mehr, das soll wieder wegfallen. Ein paar Euro sind übrigens 75 Euro, was also eine ganze Menge Geld ist. Ist mir jetzt, ist ich hätte es gerne gehabt, ja, aber wir schaffen es auch ohne. Aber mit wäre schöner gewesen, brauche nicht überreden. Aber es geht auch ohne. Das heißt, die 2 Jahre schaffen wir auf jeden Fall irgendwie. Zumal, das ist eine Jobgarantie, wenn ich die Ausbildung fertig habe, ne? Es ist so händeringend gesucht, ich kann mir fast aussuchen, was ich machen will und wo ich machen will und wie ich machen will. Und das möchte ich auch gerne erreichen. Naja, jedenfalls, der Haushaltsstopp ist jetzt so schlimm, dass sogar Leute, die ihren Bildungsgutschein schon haben, den wieder abgeben müssen. Für alle, die über 2024 hinaus gefördert werden würden. Wisst ihr, das ist einfach unfassbar. Ich habe jetzt 5 Jahre lang oder so gekämpft dafür, dass ich endlich in die Umschulung komme. Dann kriege ich den Weg endlich frei, schaffe auch die Qualifikation mit bravourösen Noten und dann haut mir wieder irgendeiner einen Ast zwischen die Beine. Und das ist aktuell, ehrlich gesagt, ziemlich frustrierend. Ich fange dadurch an, mit Bluthochdruck zu kämpfen, weil ich auch jemand bin, der sehr viel zerdenkt und sehr, sehr viel Stress sich macht, weil ich auch immer gute Leistungen bringen will und immer dabei sein will. Und weißt du, ich will halt nicht der faule Sack sein, der immer rumhängt oder so. Ich möchte schon, also ich möchte klug faul sein, sagen wir so. Natürlich möchte ich meine faulen Zeiten haben, natürlich möchte ich auch mal, ja komm, leck mich im Arsch, ne, und so. Aber ich möchte schon gerne mal einen Beruf haben, bei dem ich ein bisschen Freude empfinde. So, positiv daran ist aber, dass der Bildungsgutschein nicht aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben ist. Im schlimmsten Fall würde ich ein halbes Jahr später starten. Es kann aber auch sein, dass die Schule, dadurch, dass sie sich alles verschiebt, vielleicht den Kurs verschiebt. Muss man mal schauen. Ich für meinen Teil wollte euch aber davon mal in Kenntnis setzen und mir da mal alles so von der Seele labern, weil das ist einfach so anstrengend, ne? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Dann bist du endlich am Ziel und dann haut dir wieder einer rein und sagt, du bist doch nicht am Ziel, du bist so ganz weit weg davon. Ich muss jetzt bis nach Weihnachten warten. Den Bildungsgutschein hätte ich jetzt eh nicht unterschrieben gekriegt, weil alle wichtigen Menschen schon wieder im Urlaub sind. Die sind immer als Erste im Urlaub. Das macht erstmal nichts, weil hätte ich ihn halt Anfang des Jahres gekriegt. Mr. Sachbearbeiter ist auf jeden Fall da hinterher und wird den auch Anfang des Jahres nochmal vorlegen. Und er sagt auch, er liegt schon hier, ist alles fertig. Er findet es selber auch zum Kotzen, ganz ehrlich. Weil er jetzt sehr viele Leute vertrösten muss, die jetzt auf dem richtigen Weg sind. Und an der Stelle kann man einfach nur mal sagen, kann man auch den Arbeitslosen irgendwo auch keinen Vorwurf mehr machen, ne? Weil irgendwann ist halt mal auch mal gut mit dem ganzen mit Arbeitslosen-Bashing und so, wenn man immer wieder ausgebremst wird. Nicht vom Amt jetzt selber, die können gar nichts dafür. Das wird ja nicht von denen jetzt bestimmt, sondern in dem Fall von der Bundesregierung. Und wenn die der Meinung sind, dann müssen die uns halt weiter durchfüttern. Fertig. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich jetzt entwickelt und hoffe einfach, dass sich alles jetzt legt. Und ich wollte es einfach euch mal erzählen, dass ihr Bescheid wisst. Und ich wollte auch mal erzählen, damit ich es irgendwie loswerde. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe euch gegenüber jetzt nicht die Verpflichtung, das zu erzählen, aber ich möchte es euch gerne wissen lassen. Weil wir sind hier alle ziemlich cool drauf, finde ich, und wir unterhalten uns auch über vieles und ich erzähle zwischendurch mal so ein bisschen. Da denke ich mir, es ist doch ganz nett, wenn ihr davon mal erfahrt, was so abgeht. Ja, das wäre es dann jetzt an der Stelle eigentlich schon von meiner Seite aus, ihr Lieben. Hab jetzt einfach mal drauf losgequatscht, ohne Skript, ohne alles. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ja? Dann bitte bleibt gesund. Bis dahin und ciao.